Kurz informiert mit Isabel Grünewald und das sind die Schlagzeilen. Google will Werbecookies abschaffen. Trump macht Druck auf Apple. Der neue Edge-Browser mit Chromium ist da und Android-App von GitHub als Beta verfügbar. Google will die Unterstützung für eine der gegenwärtig wichtigsten Techniken zur Werbeauslieferung beenden. Wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag mitteilt, soll Googles eigener Browser Chrome in 2 Jahren Third-Party-Cookies schon nicht mehr unterstützen. Was künftig an die Stelle der Cookies treten könnte, ist dabei noch unklar. So will Google als größter Werbekonzern der Welt keineswegs das Werbegeschäft an sich gefährden. Laut Blog-Eintrag suche man den Ausgleich zwischen Nutzern, Seitenbetreibern und den Werbekunden. Im Konflikt um die Verschlüsselung von Smartphones und Zugriffsmöglichkeiten für Ermittlungsbehörden hat US-Präsident Donald Trump den Druck auf den Technikriesen Apple erhöht. Trump schrieb auf Twitter, seine Regierung helfe Apple in Handelsfragen und anderen Belangen die ganze Zeit, dennoch weigere sich der Konzern, Behörden den Zugang zu verschlüsselten Telefonen zu ermöglichen. Apple entgegnete, dass es keine Hintertür nur für die Guten geben könne. Außerdem hätten Ermittler heute schon Zugang zu mehr Daten als je zuvor. Der neue Chromium-basierte Edge-Browser ist da. Mit Veröffentlichung des Updates hat Microsoft die Beta-Phase beendet und stellt den neuen Edge-Browser allen Nutzern von Windows 10 ab Version 18.03 zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt über die Windows-Update-Funktion und der Browser soll künftig alle 6 Wochen aktualisiert werden. Der Umstieg von der Edge-HTML-Engine zu Chromiums freier Rendering-Engine Blink soll Performance und Web-Kompatibilität des Browsers erhöhen. Die Softwareentwicklungsplattform GitHub hat die Android-Version ihrer App im Rahmen eines Beta-Programms veröffentlicht. Die iOS-Version der App wurde bereits auf der GitHub Universe im Herbst 2019 herausgegeben. Mit der neuen App will GitHub es Entwicklern erleichtern, die meisten Aufgaben auch von unterwegs zu erledigen. Wer Teil der Beta sein möchte, muss sich beeilen. Laut GitHubs Ankündigung sind die Plätze vorerst begrenzt, werden aber mit der Zeit mehr. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.